Herzlich willkommen bei Skibas Youngtimer Kaufberatung. Ich habe es angekündigt im Kanal, dass wir hier wieder mal ein Lupo GTI haben. Allerdings hier keine Kaufberatung, sondern wieder mal ein Zustandsbericht. Hier wieder ein sogenanntes Dornröschen, eine Zeitkapsel. Wir schreiben das Jahr 2004 oder wir versetzen uns einfach mal 12 Jahre zurück und überlegen uns, mit 22.000 Euro wollen wir uns was knackig Schnelles kaufen. Was gibt es da? Zumindest von VW. Naja, gab es den Golf 5 GTI schon Anfang 2004? Ich glaube nicht. Man musste noch mit einem Golf 4 GTI vorlieb nehmen. Bisschen schwer das Auto mit 150 PS, meinetwegen 180 PS, aber ein turbogeladener 1,8T ist auch nicht jedermanns Sache. Was gab es noch? Naja, es gab noch ein Lupo GTI, die kleine Rennsemmel. Wir hatten es ja schon in der Kaufberatung hier zur Historie von Ende 2000 bis bis Mitte 2005 wurde der Lupo gebaut, beziehungsweise der Lupo GTI bis zum Ende, auch in Verbindung mit dem 3L. Erstaunlicherweise wurden in 5 Jahren, so meine Recherchen, allerdings nur 1580 Lupo GTI verkauft, was natürlich gemessen an dem Volumenmodell als Kleinwagen betrachtet, also als Lupo selbst, natürlich extrem homöopathische Dosen sind. Insofern damals schon was Besonderes oder was Seltenes. Und nach 12 Jahren natürlich hier schon, vor allem in diesem Zustand, ich zeige euch auch gleich warum, eine Rarität. Denn dieses Auto hat originale 9.470 Kilometer gelaufen. Die Historie von dem Fahrzeug kenne ich auch persönlich. Ich selber habe den Wagen im Jahre 2008 an einen Sammler verkauft. Auch ein etwas extremer Mensch, beziehungsweise das sind dann die sogenannten, pingeligen Menschen. Ja? Das sind dann die taschentuchgepflegten Autos. Auf jeden Fall war das ein Mensch, der quasi schon wusste, was er da gekauft hat. Auch wirklich ein Sammler, der dann auch tatsächlich im Sommer, wenn er den Wagen denn mal bewegt hat, nur rein zu Bewegungsfahrten mit Samthandschuhen bewegt hat. Warum? Weil er den Softplug vom Türgriff nicht beschädigen wollte. Ja, man wusste schon damals, zumindest er, dass der Softlack relativ empfindlich ist auf Kratzer. Also hier haben wir ein Auto, ein GTI von 2004. Die Produktion wurde beim GTI von 2002 an schon nach Brüssel verlegt. Hier haben wir also den sogenannten Brüsseler GTI in Reflex Silber Metallic mit dem serienmäßigen Bixenonlicht. Man sieht es hier. Die schönen Klarglasscheinwerfer. In dem Zusammenhang gehen wir natürlich hier auch mal gleich an die Front und schauen mal, wie so ein Auto halt mit 9000 Kilometer aussieht. Vor allem ist es jetzt auch kein Auto, was vergleichbar wäre in meinen Augen mit einem Jahreswagen. Denn nach einem Jahr kann man natürlich auch ein Fahrzeug ziemlich ramponieren. Also ich würde hier behaupten, das Fahrzeug ist maximal in einem Zustand eines Halbjahreswagens. Also das heißt, wenn man Neuwagen mit Note 1 nach Classic Data bewertet, dann würde ich hier eine 1 mit einem ganz kleinen Minus geben. Ein ganz kleines Minus, weil der Wagen ja immerhin schon 9000 gelaufen hat. Ja. Allerdings hier, wie gesagt, nicht einen Steinschlag, nicht einen Kratzer. Selbst diese Bathurst-Felgen präsentieren sich hier ohne jegliche Macken. Ja. Auch hier die Bremssättel sind rot ohne Lackabplatzer. Und wenn man hier so reinschaut, wir machen demnächst auch nochmal ein Video, hoffentlich von unten. Das sieht natürlich genauso aus. Ja. Man meint gerade, man hätte den Wagen hier von so einem Händler als Halbjahreswagen abgeholt. Ja. Und das ist schon wirklich erstaunlich. Ich bin ja wirklich ein Fan von solchen Autos, auch wenn es jetzt kein Lupo GTI wäre. Überhaupt Autos, die irgendwie alt sind und dann so als Dornröschen oder als Ringeltäubchen, sagt man, oder Zeitkapsel in irgendwelchen Garagen verbracht haben und ihr Dasein da verbracht haben. Guckt mal hier, normalerweise, ich habe es ja auch schon mal in der Kaufberatung erwähnt, ist ja auch hier die Problemzone, ja, hier natürlich gar nichts. Keine Bläschen und so weiter und so fort. Ja, schauen wir mal rein. So sieht das natürlich bei dem Auto aus. Den letzten Lupo GTI, den wir hatten, der war ja schwarz mit schwarzem Leder.
der war schon, der hatte auch wenig Kilometer, sicher, aber der war natürlich schon gebraucht, ein bisschen, leicht, ja. Dieser hier ist neu und das macht die Sache für mich als Audi- und VW-Fan sowieso äußerst schmackhaft. Und jemand, der damals überlegt hatte, also im Jahre 2003, 2004, der überlegt hatte, sich einen neuen Lupo GTI anzuschaffen und es aus irgendwelchen Gründen, sei es, weil er Vater geworden ist oder weil wir gebaut haben, es verpasst hat, so ein Ding zu kaufen, dann hat er jetzt die Gelegenheit, dies nachzuholen. Denn wenn man überlegt, was bekommt man denn für, ich sag jetzt mal, zwischen 15.000 und 20.000 Euro heute, ja, ein Golf 7, 1,4 TFSI, ein Auto von hunderttausenden Fahrzeugen, aber kein Lupo GTI, der schon damals, wie gesagt, oh, hier haben wir ein bisschen Dreck, auch hier die Einstiegsleisten, ja, das ist eigentlich Wahnsinn, ja. Hier ist der erwähnte, ja, der Türgriff, hier der erwähnte, ah, die Sonne blendet, hier ist der Softlack, auch die Türen. Also wo man hier hinschaut, jeden Quadratzentimeter, ist das halt bei dem Lupo GTI hier nicht anders zu bezeichnen vom Zustand her wie neu. Wir schauen uns auch nochmal hier das Doppelendrohr an, ja, in Edelstahloptik. Ist aber auch hier was da. Kofferraum, das gleiche Spiel. Auch hier die Leisten, ja, da hier ist kein Bierkasten drüber gerutscht, auch sonstiges. Haben wir alles schön original, der Reifenkompressor, Werkzeug. Ja, und wie gesagt, wenn man hier, ich sag's immer wieder, durch die Kamera riechen könnte, der Lupo riecht wie neu und ich kenne die Autos auch noch neu. Ich habe damals mir einen Golf 5 GTI, aber erst ein Jahr später gegönnt, der roch ähnlich. Und hier haben wir also absolut Neuwagengeruch, ja, hier die roten Gurte, man traut sich es kaum anzupacken. Hier haben wir sogar noch das Lupo GTI Prospekt, allerdings von 2000. Wir wissen ja, 2000 gab es ja nur 5 Gang. Das hier ist natürlich der 6 Gang. Und ja, vom Fahren her, was soll ich dazu sagen? Er fährt sich halt wie ein Neuwagen. Alles fest, knackig, riecht neu, fährt neu, guckt neu. Leute gucken schon, also manche, die es auch kennen. Ja, und macht richtig Spaß. Also es ist was Besonderes. Und wie gesagt, wer das damals verpasst hat, ich kann es wieder sagen, hat sein Geld besser angelegt als auf der Bank sowieso oder besser angelegt, als wenn ich mir irgendeinen neuen Golf oder neuen Polo 6R kaufe, meinetwegen noch ein GTI, ja, hat sogar mehr PS, aber ist wurscht, ist ein beliebiges Auto, Lupo GTI ist kein beliebiges Auto. Und deswegen hat man hier diese Werthaltigkeit, ja, die man einem Polo GTI von heute durchaus absprechen kann. Wir haben zwar hier schon den Einzug der Elektronik, aber es ist überschaubar. Und das Auto macht richtig Spaß. Also vom Fahren her, der ist leicht. Ich glaube, er wiegt nur 975 Kilo. Und das verteilt hier auf stramme 125 Pferdchen mit dem knackigen Sechsganggetriebe. Das auch von der Stufung her wirklich, kann es nur mal sagen, schön, schön eng gestuft ist. Erinnert einen wirklich an den Golf 2, den GTI 16V. Und wenn einer ein Nachfolger ist, ein legitimer, von dem Golf 1 GTI oder Golf 2 GTI, ist es mit Sicherheit nicht vielleicht der Golf 5 GTI. Aber vom subjektiven Eindruck her, vom Leergewicht her, auf jeden Fall dann der Lupo GTI. In diesem Sinne, hier ein kleiner Zustandsbericht von dem Neuwagen, in Anführungsstrichen Lupo GTI 16V, sagt Ralf Skiber. Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Skibers Youngtimer Kaufberatung. Bleibt am Ball, abonniert meinen Kanal. Es kommen bekanntlicherweise immer schöne und besondere Fahrzeuge hier unter die Videolupe. Bis dahin sage ich Tschüss und einen schönen Frühling. Ciao, ciao.